Ganz kurz sah es so aus, als wäre der Turnaround beim Ölpreis da. Es ging über die Marke von 30 US-Dollar das Fass nach oben. Dann kam jedoch auch schon wieder der Rücksetzer. Es ging wieder deutlich nach unten, bevor wir jetzt wieder heute um mehr als 3% nach oben gehen. Alles in allem stellt sich langsam die Frage, was passiert da eigentlich auf dem Ölmarkt? Kommt man da als Anleger überhaupt noch mit? Genau darüber wollen wir heute sprechen mit Arthur P. Schmidt, Publizist und Finanzbuchautor. Herr Schmidt, ich komme langsam aber sicher nicht mehr mit, was hier auf dem Ölmarkt derzeit passiert. Wie geht es Ihnen da? Ja, es ist also sehr, sehr turbulent. Es sind extremste Schwankungen mittlerweile da. Wir haben also Ausverkaufspreise jetzt letzte Woche gesehen, extremste Kursschwankungen, natürlich bedingt durch auch riesige Short-Positionen im Markt. Hier sind also Spekulanten natürlich ganz massiv investiert. Wir haben auch gesehen, als 2, 3 Hedgefonds verkauft haben, ist der Ölpreis sofort um fast 20% nach oben gestiegen. Eines muss man konstatieren, und ich glaube, das ist vielleicht der entscheidende Punkt in der ganzen Geschichte, an großen Umkehrpunkten des Marktes, das heißt, bevor wieder größere Kursanstiege und größere Kursabschwünge vorhanden sind, gibt es sehr starke Schwankungsbreiten an den Märkten. Und genau das erleben wir jetzt gerade. Dadurch, dass diese Kurse so extrem schwanken, könnte man die These durchaus vertreten, dass wir hier vor einem größeren Umkehrpunkt stehen. Das würde übrigens auch bedeuten, dass aufgrund der Abhängigkeit des DAX vom Öl momentan, dass auch die Aktienmärkte vor größeren Umkehrpunkten stehen würden. Das würde bedeuten, dass wir möglicherweise jetzt die Tiefskurse gesehen haben. Das wäre schon meine nächste Frage. Viele Experten sprechen ja immer wieder von einem Schweinezyklus in Bezug auf den Ölpreis. Können wir also tatsächlich kurzfristig bis mittelfristig schon wieder mit steigenden Notierungen rechnen? Also die Aktienmärkte und auch die Commodity-Märkte preisen natürlich die Zukunft ein. Das heißt, das, was wir jetzt gesehen haben oder was wir gerade erleben an News, ist natürlich alles schon in den Kursen eingepreist. Dieses riesige Überangebot, das wir aktuell haben, dass Iran auch als Player auf den Markt kommt, das ist alles eingepreist mittlerweile. Jetzt müssen wir also vorsichtig sein, wenn wir die Kursprognosen von einigen Leuten uns anhören, die 10 Dollar Ölpreisniveau verkünden und die anderen 85 Dollar wieder nach oben. Das ist alles Blödsinn, weil am Schluss hängt es alles davon ab, was tatsächlich an den Märkten gemacht wird. Wenn die Chinesen weitere Konjunkturprogramme auflegen, wenn sie ein Quantitative Easing einführen, das sind Human Actions, wie Ludwig von Mises das beschrieben hat, dann wird der Markt steigen. Passiert das nicht, besteht natürlich immer noch die Gefahr, dass der chinesische Markt weiter abfällt. Aber ich möchte Ihnen mal eine Zahl nennen, und die scheint mir bemerkenswert, wenn wir mal das Weltbruttosozialprodukt uns anschauen und das hochrechnen, auf die heutige Basis zurückgerechnet auf 86, dann müsste eigentlich der Ölpreis, hätte er eigentlich ungefähr bei 31 Dollar seinen Boden finden müssen, weil das entspricht ungefähr aufgrund des Weltbruttosozialprodukts einem Börsen-, also einem Commodity-Preis von 10 Dollar. Das heißt, wenn wir jetzt also schon quasi die 10 Dollar fast eingepreist haben und die Weltwirtschaft ist ja viel größer wie 1986, dann müssten wir eigentlich auf diesem Level ungefähr die Tiefstkurse gesehen haben. Natürlich kann spekulativ durch riesige Hedgefonds und durch Manipulation des Marktes können die Preise immer wieder kurzfristig weiter nach unten gepusht werden. Aber das macht volkswirtschaftlich, ökonomisch am Schluss irgendwo auch keinen Sinn mehr, denn es ist ja eine Nachfrage nach Öl vorhanden. Natürlich gibt es ein Überangebot, aber es gibt eine Grundnachfrage. Und die wird sicherlich nicht unterschritten werden. Fakt ist aber auch, dass es für einige Mineralölkonzerne langsam aber sicher ans Eingemachte geht. Heute hat die Ratingagentur Fitch angekündigt, dass man sich die Kreditbewertungen einiger Mineralölkonzerne künftig ganz genau ansehen möchte. Wie würden Sie da die Situation beurteilen? Ja, das sehe ich genauso. Das muss man sich genau anschauen, weil hier wurden natürlich auch viele Sachen auf Pump finanziert. Es wurden sehr viele Kredite aufgenommen, um die gesamte Fracking-Industrie in Amerika aufzubauen. Gleiches gilt natürlich auch für Goldminenaktien. Auch hier besteht bei einigen Minen, wenn der Goldpreis weiter fallen würde unter, sagen wir, 1.000 Dollar, das Risiko des Konkurses. Bei Ölfirmen ist das genauso. Wenn Sie mit 80 Dollar Öl rechnen, um profitabel zu sein, und Sie haben über Jahre hinaus Ölpreise nur von 40, 50 Dollar, ja, dann geht jede Firma pleite. Man kann sich bis zu einem bestimmten Punkt anpassen. Die großen Player können das. ExxonMobil ist sicherlich dazu in der Lage, sich hier anzupassen. Aber kleinere Player oder neue Player, die in den Markt gekommen sind, werden hier massivste Schwierigkeiten haben. Also da wird es nicht so ohne weiteres, ohne mögliche Konkurse abgehen. Sie haben bereits eingangs einen Zusammenhang zwischen den Ölpreisen und dem Aktienmarkt hergestellt. Heißt das auch gleichzeitig, wenn der Ölpreis jetzt, so Ihre These, ansteigen sollte, dass das auch gleichzeitig gut für den DAX ist?
Also man hat sie heute gesehen. Heute Morgen war der Ölpreis kurz im Keller, 2-3%. Schon ist der DAX auch wieder 1,5% gefallen. Dann sind die Ölpreise vorhin um 3% im Plusbereich gewesen. Schon war der DAX auch 0,5% im Plus. Also man sieht ja die Abhängigkeit. Man muss da nicht irgendwie ein großer Prophet sein, um zu sagen, sollte sich der Ölpreis nachhaltig erholen, würde das wahrscheinlich auch ein Zeichen dafür sein, dass es der chinesischen Wirtschaft wieder besser geht, dass auch die chinesische Wirtschaft sich erholt. Und das würde mit Sicherheit auch dem Nikkei und dem DAX und auch dem Dow Jones einen Push nach oben geben. Eine aktuelle Einschätzung von Arthur P. Schmidt, Publizist und Finanzbuchautor. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen, Herr Zuleck.